Moin moin und hallo, hier ist der Koma. Ich zocke bis ins Koma und wir spielen gerade eine Runde SWTOR mit unserem Chromarus, dem Sith-Juggernaut. Hier gerade zu sehen, die balmoranischen Bonus-Quests. Ich bin gerade dabei, hier noch auszuwürfeln, wo ich am besten anfangen sollte, ob hier oben oder hier unten. Aber ich denke mal, hier unten ist wohl eher klar, da hier die Aufgaben viel näher beieinander liegen. Aber ich weiß ja nicht, ob sich das alles hier zum Schluss in dieses Gebiet mit ausweitet. Von daher, das ist im Hintergrund hier meine Schnellleister. Von daher hoffen wir einfach mal, dass das nicht so übel wird, wie ich es mir zum Schluss wieder vorstellen könnte. Die Gegner sehen vom Level her, naja, noch ziemlich normal aus. Ich denke mal, das ist alles für Stufe 20 jetzt hier konzipiert. Da sind wir ja schon längst drüber. Es leckt gerade noch so ein bisschen. Ich denke mal, weil ich eben erst das Spiel gestartet hatte oder so. Denn ich habe eigentlich gerade gar nichts im Hintergrund laufen. Außer halt das frische neue Update für den 4. Mai, das ich gerade gezogen habe. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Werden wir sehen. Ich hoffe mal, dass es jetzt keine Schwierigkeiten geben wird. Nicht so wie bei der letzten Folge, die etwas kurz gehalten wurde. Aber übrigens wird diese Folge auch etwas kurz, denn ich werde jetzt nur bis, ja, also jetzt noch ungefähr insgesamt die Folge 13 Minuten lang machen. So, da liegen auch schon wieder ein paar Items auf dem Boden, die wieder schrotti sind. Aber das ist ja eigentlich im Endeffekt scheißegal. Ach, guck mal, da ist gleich was zum Hacken. Wie ich sehe, kann man hier hinten schön farmen. Das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Kann das Zeug ja alles gut gebrauchen, gerade wegen dem Aufleveln der Fähigkeiten. Wodurch sich natürlich auch für mich dann zum Schluss ein Zeitersparnis einstellen wird, da ich nicht die ganze Zeit offscreen farmen muss. Das heißt, ich kann mehr aufnehmen. Sehr geil. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Irgendwo ist hier im Flugabwehrgeschütz, das ich auseinandernehmen soll. Ich denke mal, vielleicht das da oben. Da muss ich doch jetzt erstmal den Weg da hoch finden. Keine Ahnung, wo ist denn der? Also, da hinten gibt es wohl Pfade. Ach, da führt es doch schon nach oben. Super, dann wissen wir doch Bescheid, wo wir hin müssen. Super, klasse gelöst. Dann prügeln wir uns ja erstmal durch und holen uns noch den Bonus, indem wir die hier alle verkloppen. Alter, glaub's ja wohl, da haut ja erstmal fett was um die Ohren. Ach, guck mal, da kommen auch schon die nächsten. Super, wieder klasse gelöst, keine Probleme gehabt, aber heilen sollten wir uns jetzt dennoch, denn es sieht mal wieder nicht so gut aus an der Heilungsfront. So, da ist die Bonusquest, da hoch muss ich, hier hoch muss ich wahrscheinlich noch einen. Achso, das sind die ganzen Luftabwehrgeschütze und dann zum Schluss gehe ich hier hoch in das nächste Questgebiet sozusagen. Ach du Scheiße, da oben, guck mal hier, Lieutenant Helm und Renzfeil Newt? Keine Ahnung. Ach Gottchen, da steht uns ja noch einiges bevor. Ich denke mal, dass wenn wir diese zwei kleineren da oben mit der Bonusreihe fertig haben, dass uns dann wohl doch noch... Was mache ich denn hier überhaupt? Dass ich dann wohl doch noch in das hintere Gebiet muss. Aber wenn wir das größere Gebiet abgeschlossen haben, ist es ja umso besser. Denn haben wir dann ja nur noch das kleinere Gebiet im Norden vor uns. Und dann sind wir hier auch bald durch. Super. Ich hoffe, dass das ganze Ding hier in 3 Folgen geritzt ist. Nicht, dass es sich noch länger zieht. Erstmal gucken. Ich habe noch nie so wirklich die Bonusreihe richtig gemacht. Ich habe das einfach nur links liegen lassen. Keine Ahnung warum. Aber es gibt ja nette Belohnungen. Und warum soll man die nicht im Let's Play mitnehmen? Hab ja auch vor, alles so ein bisschen zu zeigen, storymäßig oder neben Quest technisch. Also warum auch nicht gleich die Bonusreihe? Ah, niedrige Gesundheit. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. So. Erstmal verteilen, wie immer. Ich sehe auch schon auf der Karte, dass hier irgendwas unter mir ist. Oder hier unten auf dem Weg ist, denke ich mir mal. Das scheint wohl mit was zum Hacken zu sein. Yep. Ziehen wir es gleich wieder richtig durch hier. Und klatschen und fertig und weiter geht's. Super. Hacke mal bitte. Während du das da hackst, gehe ich schon mal weiter. Will mir auch ein bisschen die Zeit sparen. Das soll jetzt ja hier ein bisschen schneller vorangehen. Also bitte. Wie ich schon wieder sehe, kann ich wohl demnächst mit Stufe 23 rechnen. Ich habe ja auch noch Bonus durch ausgeruhten Status.
Ach übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet, ich denke mal schon, wenn ihr hier sowieso Esveto spielt, ist das ja klar, dass ihr das wisst, dass es jetzt hier wieder am Wochenende Doppel-EP-Zeit ist. Wenn ich da an der Zeit aufnehme, wird es echt lustig, dann werde ich wohl ziemlich schnell aufsteigen können. Ach ja, ist das toll. So, und da haben wir jetzt erstmal die Geschützsteuerkonsole. Die werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal ordentlich deaktivieren. Klasse. Und dann sollten wir uns vielleicht doch nochmal heilen, falls uns irgendwas auf dem Rückweg jetzt begegnen sollte, das sich uns in den Weg stellt. Wäre ja nicht so toll. Fertig. Gut, reicht völlig aus. Lass mal gucken. Jetzt müssen wir nochmal rüber auf die andere Seite, hier hinten zu dem Geschütz. Ich denke mal, da gibt es dann auch wieder irgendwo einen Aufgang, wo ich dann zu diesen zwei Auftragskills komme, die ich da bekommen habe. Ich bin mir gerade unsicher. Ach nee, guck mal da drüben. Da muss ich hin. Und dann fangen wir doch direkt mal wieder an hier. Da soll mal die Klappe halten. Oh, das war's schon wieder? Oder steht schon wieder einer? Die spawnen ja ziemlich schnell nach, muss ich ehrlich sagen. Also, krass. Geh mir nicht auf den Wecker! Oh, da ist ja noch einer. Jetzt wird's doch schon etwas schwieriger. Jetzt hat's doch schon echt gerissen, also... Oh, falsche... Ah, verdammt, ich habe wieder das Falsche genommen. Jetzt kann ich wieder im Kampf kein Medipack benutzen. Ach, bin ich selber dran schuld, was soll's. Mein Gott, muss ich halt durch. So, es geht los. Das nächste Geschütz wird auseinandergenommen. Hey, cool, die Bonusmission ist abgeschlossen. Na, sag mal, du hältst ja einiges aus hier. Wär's gar nicht umfallen. Na. Achso, war noch auf Abklingzeit, habe ich nicht gesehen. Hab's gar nicht drauf geachtet. Hier scheint auch wieder irgendwo was rumzuliegen. Genau unter mir da so. Ach, guck mal da. Eine Kristallformation. Hier ist wieder nichts, wie immer. Sind wir ja schon gewohnt, dass wir hier nichts kriegen. Und da haben wir natürlich wieder die Feinde. Noch so ein bisschen Energie sammeln, klasse, und schon können wir weitermachen. Gleich mal wieder anbrüllen die Leute. Ja, ach komm, heilt euch doch nicht die ganze Zeit, das nervt. Fallt tot um. Gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, man kommt ziemlich locker luftig durch die ganze Sache durch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das ist ein bisschen härter, die Bonusreihe. Aber zieht sich eher wie Kaugummi. Das ist alles. So, zweites Luftabwehrgeschütz ist kaputt. Was wohl dort hinten auf uns wartet. Wir müssten es mal schnell erkunden, dann würden wir es auch wissen. Oh je, keine gute Idee. Absolut keine gute Idee. Aber es hat sich doch noch gelohnt. Wir haben es geschafft. Super. So, dann sehe ich doch auch schon, dass es hier weiter nach oben geht. Das ist ja richtig kacke. Aber da müsste ich hin. Zu diesen Außenposten. Ach so, guck mal, wenn das doch hier ein Außenposten ist, dann sind das doch gar keine Leute, die ich töten muss. Oder? Weil wenn das da ein Außenposten ist, dann gehe ich doch erstmal hoch und hol mit dem Flugpunkt und die... dieses Ding, damit ich da halt direkt mal mich hin teleportieren kann, sobald ich jetzt hier das letzte Flugabwehrgeschütz auseinandergenommen habe. Na los, komm, machen wir es ein bisschen schneller hier. Das zieht sich ja eh nur wie Kaugummi. Okay, da ist ein Händler. Das ist schon mal klasse. Unser Außenposten. Wir haben ihn erreicht. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Natürlich. Ist ja nicht so, als ob wir irgendwelche Drogen zu uns nehmen würden. Und ja, da haben wir auch schon den Teleportpunkt und hier haben wir auch den Flugpunkt. Das heißt, wir können ab jetzt wieder überall hinreisen. Los, komm. Lass dich freischalten. Und da... Och du Scheiße. Oh Gott.
Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil eh gleich die Folge zu Ende ist, gucke ich mal schnell in die Post rein. Ich weiß gar nicht, was mich da jetzt schon wieder erwartet. 5 Nachrichten in einer kurzen Zeitspanne. Hier haben wir auf jeden Fall von Sorzus eine Nachricht und noch mehr vor einem Tag. Ach du heilige Scheiße, noch mehr Mads. Die Zuneigungs-Items kann ich nicht gebrauchen, da ich nur mit Wette spiele. Vielleicht kannst du sie ja gebrauchen, je nachdem, mit welchem Begleiter du spielst. Die Mads brauche ich nicht mehr. Ich habe ein wenig verpennt, meinen Beruf Unterwelthandel zu skillen und bekomme nur Sachen, die ich nicht brauche. Ich hoffe doch sehr, dass du damit was anfangen kannst. Die Verbesserung habe ich irgendwo gefunden. Solltest du sie nicht brauchen, verkauf sie einfach. Verbesserung? Lass mal gucken, was haben wir denn hier? Die Hand eines Attentäter-Droiden. Schattenseite ist immer gut. Mats nehme ich immer gerne an. Ach, guck mal da. Ach, ob ich die... Oh, ja, natürlich. Die nehme ich gerne. Hallo? Immunitätsverbesserung 15. Schildwert wird erhöht. Klasse, passt doch zu einem Tank. Sirenseide, Terentium ist immer gut. Da sage ich nie was dagegen. Willenserklärung des Imperators ist, glaube ich, auch was für den Druiden gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Und je höher übrigens die Zuneigung ist, desto besser werden auch die Mats, die die Leute aus der Crewfähigkeit mitbekommen. Also das heißt, je höher die Zuneigung ist, desto bessere Mats und desto mehr Mats. Und ich glaube, dementsprechend sind dann auch die Allwetteranzug, sind dann auch die... Achso, das ist nur so ein Geschenk gewesen. Sind dann auch die Ergebnisse, die man bekommt. Also beispielsweise gerade beim Droiden, den man ja hat durch sein Raumschiff, kann man dann von dem gerade, der am meisten immer irgendwelche Fehlschläge hat, je höher der, den seine Zuneigung ist, desto besser wird er wirklich. Also desto mehr bringt er mit. Hier gibt es noch Agrinium, wie ich sehe. Fast was vergessen. Vielen Dank, Sorzus. Nehme ich gerne mit. Guck mal hier, eine LP-Hilfe. Und zwar von KlugXZoom. LP-Hilfe. Ahoi, Chroma. Ich wollte dich mal fragen, ob du Lust hättest auf ein Let's Play Together mit mir. Auf dem Level und auch storytechnisch hätte ich 2 Cars, die ich gerne mal weiterspielen würde. Aber nie dazu komme, da ich normal auf der anderen Seite spiele. Aha. Die Datacrons kenne ich auch größtenteils auswendig. Dann können wir die auf dem Weg machen. Falls du magst, ich hätte einen Söldner DD hier und einen Sabo DD hier im Angebot. Liebe Grüße, Marcello, ehemals Kellio. Alles klar, habe ich mitbekommen, KlugXZoom. Allerdings bin ich derzeit nicht auf dem Let's Play Together hier bei Chromarus aus, weil es sich hier hauptsächlich wirklich nur um die Geschichte von Chromarus dreht. Für gemeinsame Spielereien kann man sich immer wieder mal unterhalten. Kennst mich jetzt ja hier durch Spielen und so. Einfach adden und anschreiben, werden wir dann sehen. So, schön, vielen Dank von dir, KlugXZoom. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. KlugXZoom? Weiß nicht. Werden wir sehen. Sorzus mal wieder, weil es so schön ist, bekomme ich noch was geschenkt. Wie immer hoffe ich, dass du es gebrauchen kannst. Lascherseite ist auch nett, vor allem den zweiten Grades. Kriegsgebiet, Medipacks und sowas nehme ich alles gerne an. Mulinin, 16er, Unterweltmetall zweiten Grades, habe ich noch gar nicht. Aber super, wenn ich da schon mal ein bisschen was habe. Und Alustahl, nehme ich auch gerne alles. Danke, vielen Dank. Ich crafte für mein Leben gern. Star Wars The Old Republic MT4T Astromech Belohnung. Ich bekomme ein Haustier, um den 4. Mai zu feiern. Schaut euch das an. Danke, dass du Teil der Star Wars The Old Republic Community bist. Ja, die lese ich jetzt nicht vor. Jeder, der sich wahrscheinlich einloggt und Abonnent ist, kriegt das Ding wohl geschenkt. Scheint mir so. Ich denke mal, das wird wohl nur Abonnentenstatus vorenthalten sein. Cool, wir haben ein neues Haustier. Gleich mal aktivieren hier, das Ding. Oh, niedlich. Niedlich. Gut, und ich würde mal sagen, mit diesem kleinen Astromech sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier die ganzen Quests annehmen und abgeben und wieder Gespräche führen. Ihr kennt das ganze Dilemma ja. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.